Sie selbst wurden ja nachher später Sprecher des neuen Forums. Können Sie diese Vorgänge auch noch mal versuchen, kurz darzustellen? Naja, wir haben uns dann getroffen in der Maxstraße in einer Dachwohnung, völlig lose, zusammengewürfeltes Publikum, was auch immer mehr wurde. Und da ich ja sagte, es gab keine organisierte Bewegung, war unser erstes Ziel natürlich, die Bewegung zu organisieren. Und ich habe dann die Organisation für einen Stadtbezirk übernommen in Dresden, für den Stadtbezirk West. Sie müssen ja davon ausgehen, wir hatten nicht mal Telefon. Also einer oder zwei von uns, die beteiligt waren, hat vielleicht Telefon gehabt. Wir hatten keine Schreibmaschinen, wir hatten keine Kopiermaschinen, wir hatten keine Computer, wir hatten keine Büros. Und so habe ich mein erstes Büro des neuen Forums in meiner Wohnung eröffnet. Was natürlich gewaltiger Umbruch im Familienleben bedeutete, denn die Bewegung hat ja dann auch schnell an Dynamik gewonnen. Also es war Tag und Nacht, war unsere Wohnung gefüllt mit Menschen. Also es ging darum, die Organisationsstruktur aufzubauen und zum Zweiten ging es auch daran, nun inhaltlich zu arbeiten. Wohin soll das alles gehen? Können Sie das konkretisieren? Naja, wir haben uns dann heimlich im Kulturpalast getroffen. Wir bekamen über einen Mittelsmann sozusagen im Kulturpalast für eine Tarnveranstaltung einen Raum sonntags, nachmittags. Dort haben sich dann verschiedene Oppositionsparteien getroffen, Parteien, Gruppierungen, alles was damals existierte, um über die Zukunft zu diskutieren. Und ich denke, da ging natürlich die Meinung außerordentlich weit auseinander. Grundzug der Diskussion war meines Erachtens eine Demokratisierung des Systems in der DDR. Also die deutsche Einheit hat meines Erachtens damals überhaupt keine Rolle gespielt.